Hallo meine Lieben, wunderschönen guten Nachmittag. Unglaublich, aber wahr, endlich ist es soweit. Endlich. Wir haben den 25. Juli 2024 unser SOTA Summer Break 2024 has started. Es ist unser erster Tag heute und wir haben uns was nicht ganz Einfaches ausgesucht für heute. Ganz besonders, weil wir 2 Monate lang ja, pro Tag zwischen 30 und 40 Minuten nur gelaufen sind. Also nicht gelaufen, gelaufen in Schweizerdeutsch ist das gelaufen, sondern marschiert in Deutsch. Also wirklich nichts Großes. Und heute hier stehen wir auf dem Mont de la Fouille. Mont de la Fouille. Der hat die Referenz Hotel Bravo Victor Sierra für den Kanton Wallis. Nummer 199 und wir sind auf 2800 irgendwas Meter hoch und wir sind aufgestiegen und das hat uns ziemlich gefordert. Wir sind aufgestiegen 1350 Höhenmeter von La Fouille über Le Basse und jetzt hier, wenn die Karin schwenkt, hier mal rüber und das sieht doch schon recht, eindrücklich aus hier. Über den Grat sind wir geklettert hier, alles über den Grat gekommen, hier rauf, runter und ganz da hinten gibt es Grün, das seht ihr, da ist Le Basse, bis dahin geht der Wanderweg, da sind wir hin und dann dem Grat entlang und dann wird es halt steiniger, steiler und steiniger und wieder steiniger. Also ist wirklich unglaublich und ganz klar, absolut, ist ein Geheimtipp, ihr seht, ist ja kein Mensch weit und breit, ist ja keiner, also ist ein Geheimtipp. Hier gibt es die schönste Flora, Fauna und Flora in der ganzen Schweiz, hier im Val de Ferret, im Unterwallis, im französischsprachigen Teil des Kantons Wallis. Sensationell, wir haben Edelweiß gesehen, Edelweiß. Ganze Berge von Edelweiß haben wir gesehen, wir haben Enziane gesehen, wir haben Alpenrosen gesehen und wir haben viele, viele Pflanzen und Blumen gesehen, die ich nicht kenne. Aber wunderschön, wir sehen da drüben La Zavre, Mont de Ferret, das ist ein ganz anderes Kaliber, noch der Dreizack, der ist noch nicht aktiviert. Für denjenigen oder diejenige unter euch, die es probieren möchte, das wäre eine Erstaktivierung. Ich glaube, für uns ist es eine Nummer zu groß. Wir da hinten, das ist Richtung Großer St. Bernhard Pass. Großer St. Bernhard. Und hier hinter mir, der große Zacken da, das ist der Grand Combin. Grand Combin. Und an der Stelle ganz herzliche Gratulation an den Dave Gattani. Hotel Bravo 3, Yankee, November, Lima. Dave hat diesen Grand Combin im letzten Jahr erst aktiviert. Ich glaube im Alleingang. Unglaublich. Großartig, Dave. Wirklich große Congrats dazu. Ja, mein Rufzeichen habe 9, November, Bravo Golf. Hinter der Kamera die Karin, vielleicht kann sie drehen, ich weiß nicht, sie kann nicht drehen. Okay, dann ist sie beim nächsten Mal wieder drauf. Und jetzt, bevor wir uns verabschieden, übrigens hier drunten, das müsst ihr noch kurz sehen hier. Hier geht es runter Richtung Unterwallis, Richtung Martidi. Und da zieht ihr den langgezogenen Gipfelgrat. Das ist der Le Gatogne. Und dahinter, wo es noch Schnee hat, da ist der Grand Dent du Morgel. Und rechts daneben, das ist dann der Grand Chavala und dahinter, das ist der Don Favre. Also da hat es ganz schöne Sota-Aktivierungen. Hier hinten in der Ritze drin, da ist der Genfersee. Aber den können wir, vielleicht kann man ihn andeutungsweise sehen. Und hier rüber, da ist Le Portale, ist einer der größten hier, der Zack, der ganz hohe Zacken. Jetzt kommt er, glaube ich, dann gerade ins Bild erst. Das ist der Portale, der ist noch nicht aktiviert. Und dahinter ist die da hinten ist der Glacier de Trian und die Pointe d'Orny.
Also unglaublich, unglaublich, was wir hier sehen. Karin schwenkt über den grünen Hügel. Das ist der Tête de Ferret mit viel Schnee noch links und rechts. Und dahinter beginnt schon Italien dann. Da ist dahinter das Aostatal und da geht es da Richtung großer St. Bernhard. Ja, das ist es fast gewesen mit Tricks und Gags. Aber ich habe noch einen für euch. Ich habe noch einen und der geht so. Ist halt weit, viele Gletscherbäche. Aber wenig was ist zurückgekommen und hat sicher gehört. Im Val de Ferret, ganz unten im Tal. Karin schwenkt zum Abschluss da nach unten. Da sind wir gestartet. Da ganz unten, tief im Tal, mit den vielen Häusern da unten. Da unten sind wir gestartet. Da unten. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Schöner Einstieg. Also Leute, vielen Dank. Und man hört und sieht sich morgen. Tschüss, danke.